Hi ihr Lieben, ich bin's wieder, die Mel. Ich habe heute für die Anfänger unter euch wieder etwas zum Thema Basiswissen vorbereitet. Und zwar geht es um Embossing. Wem das vielleicht noch nicht so ein Begriff ist, Embossing bedeutet prägen. Das heißt also, wir wollen ein Material, meistens Papier, eine Struktur verpassen. Und das tun wir mit zwei unterschiedlichen Methoden, und zwar zum einen mit solchen Prägefoldern, Embossing-Foldern, und zum anderen gibt es die Möglichkeit des Heat-Embossing, also des Stempels mit einem Embossing- oder Pigment-Stempelkissen, wo Pulver aufgetragen wird, das dann mit Hilfe eines Föhns geschmolzen wird, um so eine erhabene Struktur zu erzeugen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich habe meine Arbeitsmatte heute mal gegen so einen bogengrauen Cardstock ausgetauscht. Aus dem einfachen Grund, weil man diese durchsichtigen, ich weiß immer noch keine vernünftige Übersetzung für Folder. Also ich habe ja immer Probleme mit diesen verenglischten Deutschwörtern oder umgekehrt, aber sie heißen jetzt halt einfach Embossing Folder, was soll's. Auf jeden Fall, um die jetzt besser sehen zu können. Ich wollte es halt einmal zeigen. Es gibt sie in unterschiedlichen Größen. Es gibt auch noch schmalere. Es gibt, dieses ist, glaube ich, so eine ganz gängige irgendwie Standardgröße. Die gibt es mit durchgehenden Mustern oder halt auch mit Text zu verschiedenen Anlässen. Hier ist das was Weihnachtliches. Es gibt sie von verschiedenen Marken. Ich habe hier jetzt zwei von Sizzix, Lifestyle Crafts. Das ist, war glaube ich von Crate Paper, halt so ein, zu einer Papierserie, ein passender Folder. Der ist ein bisschen kleiner als der hier. Eins haben sie alle gemeinsam, und zwar haben sie hier drin ein Muster. Und zwar haben sie dieses Muster als positiv und negativ, das so ineinander greift. Und man kann sich das vorstellen, wenn man jetzt das Papier dazwischen tut und von beiden Seiten drückt, dann bekommt man so diese Struktur ins Papier. Relativ einfaches Prinzip. So, machen wir einmal den Kram hier mal zur Seite. Zack, zack, das ist auch weg. Ich habe da mal was vorbereitet. Dafür braucht ihr so eine Maschine. Das ist jetzt die Big Shot von Sizzix. Es gibt auch hier so von Lifestyle Crafts das Evolution Tool, glaube ich. Oder es gibt von Spellbinders gibt es was. Oder von Provocraft den Cuttlebug oder so. Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass hier drin zwei Weizen sind. Wenn man das hier dreht, wird halt eine Trägerplatte darüber geschoben und damit das hier durchboxiert. So, jetzt muss ich noch meine Platten nochmal finden. Das ist eine super Vorbereitung. Hier, da. Hier sind sie. Das hier ist so ein, das ist hier irgendwie zusammen, damit man sie alle beieinander hat. Was ganz praktisch bei denen ist, finde ich, für Doofe, es steht immer drauf, welche von diesen Adapterplatten man wieder drauf tun muss, damit dann die entsprechenden Stanzformen und ja, Embossing-Teile da durchpassen. Und dazu gehören dann halt noch diese Platten, Abstandsplatten, die noch dazwischen müssen, damit das dann passt. So, hier kommt also das Stück Papier rein, klappt man einfach zu. Obere Platte oben drauf, ein bisschen kurbeln. Das kann man auch super mit Kindern machen. Mögen meine Söhne total gerne am Rad drehen. So, und wenn man es jetzt hier rausholt, oh ja, das kann man ganz gut sehen hier. Sieht man, das Muster hat sich auf das Papier übertragen. Schöne Effekte kann man dann auch erzielen, wenn man das zum Beispiel mit einem Vellum-Papier macht. Sieht man, ja, sieht man ganz gut. Oder auch mit so Windradfolie oder Buchdeckelfolie. Gerade wenn man zum Beispiel vorher ein Motiv ausgestanzt hat, damit kriegt man ganz feine Embellies oder Zwischenseiten für Alben oder was zum Lernen, fürs Layout oder so. Ganz vielseitig zu machen.
Die zweite Variante, um dem Papier bzw. dem Motiv Struktur zu verleihen, ist halt das Heat Embossing. Dafür tragt ihr einen Stempelabdruck auf mit entweder so einem speziellen Embossing-Stempelkissen oder langsam trocknende Pigmenttinte, eignet sich auch ganz, ganz hervorragend dafür. Dieses Stempelkissen hier ist farblos. Das heißt, ihr habt da den Vor- oder Nachteil, je nachdem, wie man das nimmt. Man kann ja alles irgendwie als Stilmittel einsetzen, dass keine Farbe vom Stempelabdruck selber durchscheint. So, ich hoffe, ich habe das einigermaßen gleichmäßig gestempelt hier. Ja, das kann man sehen, ne? Da, wo es jetzt dunkel ist, ist halt feucht. Und dadurch, dass es langsam trocknet, habe ich jetzt genug Zeit, euch noch was zu erzählen. Ich nehme jetzt hier dieses Embossing-Pulver und tue das hier so drüber, dass das Motiv gut abgedeckt ist. Man kann vorher noch mit so einem Embossing-Body darüber gehen. Das ist nicht antistatisch, das ist ja Quatsch. Das ist so leicht puderig darunter, dass an den Stellen, wo es nicht feucht ist, also wo der Stempel nicht abgedrückt hat, das Pulver nicht haftet und der erhitzte Abdruck nachher sauberer ist. Und es gibt diese Embossing-Pulver in verschiedenen Körnungen. Das hier ist ein sehr feines. Hier von Tim Holtz zum Beispiel diese Distress Powders. Die sind ein bisschen gröber, um so ein, naja, auch ein Used-Effekt oder so ein bisschen schmutzig aussehen zu lassen. Das ist hier so ein mittelfeines Pulver von American Crafts. Das eignet sich halt gut für Abdrücke, die ein bisschen grober sind als das, was wir jetzt hier haben durch diesen Schriftzug. Da sind ja relativ feine Linien drin. So, jetzt gucken wir mal. Schütteln das ein bisschen ab. So sieht es aus. Das überschüssige Pulver habe ich hier auf dem Blatt einfach ganz normales Kopierpapier getan. Da habe ich vorher einmal Knick reingemacht. Jetzt kann ich das, was ich nicht mehr brauche, zurück in die Dose tun. Und so ist es auch einfach eine ganz sparsame Angelegenheit. Diesen Stempelabdruck werde ich jetzt mit dem Embossing-Föhn erhitzen. Es gibt tollere, neuere als mein hier. Die sind dann auch ein bisschen leiser. Ich mache dann mal Musik, ne? Das ist ein bisschen laut. So, mit etwas Glück konntet ihr jetzt gerade auch sehen, wie sich das Stempelmotiv verändert hat. Ups. Man hätte jetzt den Karton von der Rückseite noch mal kurz bepusten können, damit sich diese, das wälzt sich unter Wärmeeinwirkung halt gerne mal ein bisschen, damit sich das wieder ein bisschen ausgleicht, aber so schlimm ist es jetzt ja nicht. Ihr habt also gesehen, das Pulver wird durch die Wärme schmilzt es und verändert die Farbe auch ein bisschen und wird deckend. Und es ist hier jetzt so richtig, man kann darüber fassen, das ist riffelig, also halt geprägt. Wo ihr noch drauf achten müsst, ist, dass ihr es nicht zu lange erhitzt, weil sonst auch dieses Pulver quasi verbrennen kann. Das heißt, dieses schöne, glänzende, was diese Pulver dann haben, wenn sie erhitzt worden sind, das wäre dann verloren und das wäre ja schade drum. So, eins habe ich euch noch unterschlagen, und zwar das sogenannte falsche Embossing. Das ist sozusagen eine Technik, bei der der Embossing-Effekt kopiert wird.
In diesem Fall ist es einfach so, dass ich mit dieser Stanzform einfach diesen Schriftzug ausgestanzt habe aus dem gleichen Cardstock wie den Hintergrund und es dann aufgeklebt habe. Man kann den Effekt noch ein bisschen verstärken, indem man die Ränder dann so ein bisschen dunkel inkt. Und dann sieht es halt auch aus wie eine Prägung. Auf jeden Fall, wenn man es ein bisschen sauberer anklebt, als ich das jetzt hier gemacht habe. Was man noch machen kann mit solchen Formen, dieser Schriftzug wäre jetzt vielleicht nicht ganz so geeignet, aber ihr kennt vielleicht diese Stanzformen mit den Motiven, irgendwie Herzen, Sterne, sonst irgendwas. Die kann man auch einfach auf die Platte von der Big Shot legen und das Papier oben drauf und dann durchnudeln. Dann habt ihr quasi von einer Seite das durchgedruckt und bekommt einen soften, geprägten Abdruck, der nicht ganz so dolle ist wie die von den Embossing-Pulvern, aber durchaus auch ein netter Effekt. Nur jetzt nochmal als Tipp nebenbei, was man noch machen kann. Ja, das war es eigentlich schon zum Thema Embossing. Viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren und bis zum nächsten Mal und tschüss!